Hallo meine lieben MechWarrior da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Battletech. Wir haben das letzte Mal unsere Mission erfolgreich abgeschlossen und das hier ist jetzt hier der Mission Report mit unserem Payday. Guerilla Interception, Ambush, Konvoi, war ziemlich hart, eh. Debrief, Employer, the Free World League, Target, the Planetary Government, haben wir geschafft. Destroy the Guerilla Convoy and Escape, Success, Destroy the Convoy Guards, Success, Destroy the Convoy Escort, Success. Contract Payment increased by 25%, wahrscheinlich für das perfekte Abschließen von allen Aufgaben. Wir haben dadurch jetzt hier bei the Three World League, ach, das sind diese Demokraten, haben wir jetzt hier ein verbessertes Standing bekommen. The Planetary Government fand das jetzt eher nicht so geil. Insgesamt wurde unsere Reputation verbessert auf 20 und wir haben 139.000 Siebels bekommen. Huiuiuiui, Gott, war das eine Action. So, leider wurde unser Mech ziemlich schwer dabei beschädigt, wie wir sehen können. Naja, schwer beschädigt ist was anderes. Also er hat überall so an die 5 Hitpoints eingebüßt. Dagegen hat der Shadowhawk von Medusa wenig eingesteckt. Aber es ist, wie sagt man so schön, alles nur so ein Lackkratzer. Wir haben überraschend wenig selber gekillt, aber der Junge war extrem gut dabei. Das muss man sagen. Also das hier, dieser Shadowhawk ist cool. Salvage assigned. Ah, two items received. Das sind also jetzt die Salvage. Also ein AC-5 und ein Small Laser habe ich bekommen. Aus dem Ausschlachten von feindlichen Sachen. Wert 120.000. Hey, das ist doch geil. Das hat mir jetzt gerade eben sehr, sehr gut gefallen, liebe Freunde. Of Mercenary Mind. Ja, ja. Also wir sind jetzt ein wahrer Söldner zurzeit. Ich bezeichne mich immer noch als Freelancer, denn das war eine böse Regierung, eine lokale, und wir haben schließlich den Demokraten geholfen, ne? Okay, soviel dazu, man kann sich alles schön reden. Jetzt müssen wir erstmal ganz, ganz kurz mal wieder in die Mech-Base. Und den hier auf jeden Fall reparieren. Das wird uns 10.000 kosten, aber das können wir uns jetzt hier wirklich leisten. Den hier zu reparieren. Damage State Required Refit. Okay, der ist so kaputt, den muss man im Grunde komplett refitten. Gucken wir mal. Ach du Scheiße, ey. Also der ist vollständig zerstört an den meisten Stellen. Was kostet mich das hier? Replace, 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 replace. Und ich müsste ihn jetzt komplett neu aufziehen. Oh mein Gott, ey. Gucken wir mal, was haben wir denn für Waffensysteme? Wir haben ein Jumpjet. Mehrere Jumpjets da drin. Die verteilen wir doch jetzt mal hier quasi auf beide Systeme. Das sollte eigentlich erstmal so reichen. Small Laser, Medium Laser. Kann ich so ein Medium Laser da einbauen? Ja, kann ich. Jetzt haben wir 27 Tonnen. Kann ich nochmal so ein Medium Laser einbauen? Och, warum ist denn das so fett? Ach, weil es ein Large Laser ist. Das wäre, der würde wahrscheinlich nach jedem Schuss overheaten. Nochmal so ein Medium Laser. Zwei Medium Laser. Ist doch eigentlich schon mal eine gute Idee. Die Panzerung ist 25 von 50, 25 von 50, 35, 30. Ah, nee, warte mal. Auf 30 Panzerung möchte ich gehen. 30 von 70. Die Beine kann man halt auch wirklich gut panzern. Damit man nicht so leicht umfällt. Der Torso ist frontal, wie ich finde, wichtig. Dass der gut gepanzert ist. Kann ich noch irgendwie was einbauen? Jumpjet, Jumpjet. Vielleicht noch ein Heatsink oder so. Haben wir sowas wie ein Heatsink? Ich glaube, wir haben Dismount, Six Components. Medium Laser, Jumpjets. Also wir haben einiges eingebüßt bei dem Kameraden. Der hatte nie Heatsinks. Ich kann nur noch Small Lasers einbauen. Das hilft mir aber nicht weiter. Heat 5. Heat 10. Also wenn jedes Mal, wenn ich die benutze, habe ich halt dann quasi 10 Heat.
Hier ist kein Waffenslot drin, ne? Das sieht man, das sind zwei von davon. Das sind in den Armen, von dem diese Arme sind eigentlich, was das angeht, völlig unwichtig. Man sieht, man kann es auch nirgendwo hin tun, sondern nur da, wo das Spiel sagt, wo ich es hin tun darf. Ein extrem manövrierbares Scout. Firepower momentan so ein bisschen mittelprächtig. Man könnte ihn halt jetzt noch ein bisschen mehr panzern. Die Jump Jets sind halt, ja, reduzieren. Also dadurch, dass ich jetzt weniger Jump Jets habe, ist halt nicht so gut. Ich kann da gar nichts machen. Ich kann höchstens. Die ist noch beschädigt, oder? Ja, gut, ich lasse es jetzt mal repair. Ach, das hier muss ich repairen, okay. Stop Combat Roll. Medium Laser und hier diese ganzen Jump Jets links und rechts. Ja gut, was soll man da machen, ne? Er hatte von Anfang an zwei Medium Laser in der Brust, das haben wir sie wieder hergestellt. Seine Scouting-Rolle hat er eher so halbwegs erfüllt. Beim letzten Mal. Wir könnten noch weitere Jump Jets reinpacken, aber... Ah, hier, Heatsinks, cool. Komm, dann packen wir hier noch ein paar Heatsinks rein. Und wir haben noch ein paar Jump Jets. Jetzt sind wir über der Tonnage. Das ist nicht so geil. Die Arme sind nicht so wichtig. Jetzt haben wir genau die 30, die wir brauchen. Also wie gesagt, ich, minus 3 Heat per Turn. Finde ich eigentlich okay. Was wiegt denn das? Tonnage 1. Und das hier wie viel... Tonnage 1. Ich habe aber eh nicht mehr Jump Jets. Wir confirmen das jetzt hier mal. Cancel. War schön, dass wir es uns angeguckt haben, aber ein bisschen teuer. Oh fuck. Das ist viel zu teuer. Ganz im Ernst, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, dass wir den einfach jetzt scrappen oder für 260.000 bekommen, ist besser. Das ist schlicht besser. Ich habe ihn jetzt gescrappt und dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Ach, nee, warte mal, das sind unsere aktuellen... Ah, Kosten pro Monat. Jetzt habe ich es verstanden. Und das hier ist unser eigentliches Geld. Okay, jetzt macht das auch Sinn. Ich habe manchmal eine lange Leitung. Hihi. Der hier muss erst repariert werden. Wir haben 4 von denen. Das ist völlig ausreichend. Die sind in 5 bzw. 6 Tagen bzw. 13 Tagen einsatzfähig. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine weitere einen Contract auftreiben können. Ah. Middle Management. Was würde uns das bringen? Maximal 145.000. Das, oh, würde uns 200 irgendwas 1.000 bringen. The Planetary Government. Und was ist das hier? Das ist The Magistracy of Canopus. Und das hier ist The Planetary Government. Ah, okay, also wir könnten also jetzt auch diesen planetaren Government was bringen. We believe there is a Merrick Lands operating on Bellerophon within a region we control. All local government operations are at risk as long as this lands is allowed to move unimpeded. Patrol the area, find the enemy lands and eliminate it. Ja, gut, also irgendwie diese Regierung glaubt halt, dass da, also es ist nicht so gefährlich, wie wir sehen, da irgendwelche, irgendeine gegnerische Lanze unterwegs ist, eine solche, wie heißt's, Marik. Lanze. Und wir sollen sie halt aufspüren und vernichten. Und das hier ist Our Intelligence Operatives believe that a pirate leader is present and vulnerable on the surface of Detroit. Eliminating them will leave their organization in shambles and clear the field for Canopian operations. The target will be relatively unguarded and we'd like you to strike during the window of opportunity. Also da helfen wir im Grunde einfach den Dingen skills. Wie viel Zeit bleibt da eigentlich? Also das hier ist anscheinend ohne Zeitangabe und das hier ist Travel to Detroit. Ah, 17 Tage. Also gut, wir könnten jetzt sozusagen uns dazu entscheiden, das hier einfach anzunehmen. Und hier müssten wir halt noch woanders hinreisen. Das wäre jetzt halt momentan lokal bei dieser entsprechenden Government, die wir gerade eben ordentlich gefipst haben, so wie es aussieht.
Negotiate. Momentan dürfte ich bis zu 6 Sachen salvagen. Ganz im Ernst, das finde ich eigentlich okay. Es gibt auch keinen Reputationsbonus, wie man sieht, dieses Mal. Der existiert schlicht und ergreifend nicht. Oder? Ne, er existiert nicht. Wir können nur das so machen. Aber ich finde es mit dem Salvagen eigentlich ganz gut, weil dann bekommen wir auch ganz, ganz gut Zeug. Und deswegen nehme ich das jetzt auch an. Ah, okay. No Mech selected. Das heißt also, wir nehmen jetzt einen anderen Mech. Wir nehmen jetzt hier den Vindicator. Der hat diesen Sniper-Quatsch. Tauschen das kurz mal um. Dann darf er den Vindicator. Wir nehmen den Shadowhawk. Und wir sind wieder bloß zu zweit. Geht aber nicht anders. Deploy. Prepare for. Und aus. Also im schlimmsten Falle gehen wir jetzt drauf, ne? Denn wir müssen gegen eine ganze Lanze antreten. Aber vielleicht klappt es ja auch. Command Interface initiated. We've got him, Commander. Ride out in the open. These guys are amateurs. Get eyes on them and take them out. Ich hoffe mal wirklich, dass es nur Amateure sind. Good hunting, Commander. Oliveira out. Also wir haben es anscheinend mit Amateuren zu tun. Mhm. Ready for orders. Ein schönes Hellhole. Wir sprinten jetzt erstmal in das Wäldchen. Und hier sprinte ich in dieses Wäldchen. Einfach nur ein bisschen Deckung zu generieren. Wir sind schon wieder dran. Kann ich da hochjumpen? Kann ich. Das ist cool. Aber erstmal bewege ich mich mit ihm. Dahin. Location confirmed. Also mal gucken, ob ich überhaupt Kontakt bekomme. Komm, dann sprinten wir darüber. Ich will sie quasi jetzt von zwei Seiten mir schnappen. Enemy turn. Okay, wir sind wieder dran. Ja, ich könnte jetzt moven. Aber ich schätze mal, das bringt mir relativ wenig. Ich sprinte jetzt hier rüber, um dann da hinten rumzulaufen. Ich habe immer noch keinen Kontakt. Keinen Sichtkontakt zumindest. Panzerli! Ach, wie süß. Wie süß. Ich dachte, das ist etwas Ernsthaftes. Machen wir hier einen eleganten Jump. Engaging Jump Jet. Yeah. Bams. I can see you. So, warte mal, ja, das wird A und das wird B. Feuer. Engaging multiple targets. Erledigt. Die AC-Teile sind halt voll cool. Die machen mega Schaden, wenn sie treffen. Der Strike hat auch schon geschluckt. Das sind ja wirklich nur ein paar kleine Panzer. Also das nennen die als Lanze. Ich habe schon gedacht, ich muss gegen Mechs antreten. Aber das ist ja mal wirklich easy going. Da kannst du ja wirklich mit zwei Mechs, theoretisch sogar mit einem einzigen, könntest du das machen. Aua, mein rechter Arm. Damage minimal. Ah, okay, sie haben doch noch was. Ein Jenner. Oh, die sind schnell. Was habe ich in MechWarrior Online auch mal gespielt? Mhm. Systems holding. Dann würde ich mal sagen, ich kann auf beide schießen. Multitargeting. A. B. K.
Generell eine schlechte Trefferchance. Machen wir es anders. Wir machen es anders. Ich springe da rein und nehme erstmal den Kleinen raus. Engaging jump jets. Evasive and cover. Precision Strike. Nehmen da unten in die Wanne rein. Feuer. Mit allem, was wir haben. Ja, okay, jetzt haben wir wieder technischen Overkill. Aber es ist teilweise schwer zu erkennen, wann man wirklich einen Killshot setzt und wann nicht. Also, das fällt mir noch ein bisschen schwer, das abzuschätzen. Sie haben wirklich nur einen Mech. Hihihi. Commander. Jetzt bewegen wir uns auf den zu. Verpassen dem jetzt erstmal hier eine Packung. Ja, wir haben eine ziemlich schlechte Trefferwahrscheinlichkeit. Dann mache ich mal lieber. Ja, wobei, vielleicht treffen wir ja. Feuer. Roger that. Nein, tun wir nicht. Adjusting targeting. Das hat der Sniper-Mech, ne? Das dürfte der Jenner wieder dran sein. Ja, wusste ich es doch. Der muss halt weiter weg sein zum Treffen. Und den da oben habe ich halt leider nicht gesehen, um auf ihn zu schießen. Der kleine Drecksacke. Vielleicht kann ich ihn im Nahkampf angreifen. Könnte witzig werden. Mhm. Komme ich da ran? Ja, ich komme ran. Attacke. Mit den 85 Schaden, die wir machen können. Wenn wir treffen, haut es den wahrscheinlich sogar um. Mist. Och, komm. Ist doch nicht wahr. Jetzt sehen wir den schon wieder nicht. 45 Schaden. Boah, ist das Ding fies. Hi, hi. Okay. Gehen wir hier hin. Sehe ich jetzt den da oben? Immer noch nicht. Ist ja echt der Hammer, ey, dass ich hier nichts sehe. Feuer frei. Structure exposed immerhin. Ein bisschen Schaden gemacht. Der moonwalkt hier schon wieder. Ach, come on, ey. Der Moment, an dem es jetzt so blöd wurde. Das moonwalken wir auch. Ich finde das so geil. Unsere rechte Schulter, oder nee, unsere linke Schulter ist ein bisschen beleidigt mit uns gerade eben. Feuer. Engaging target. Jetzt kommt dieser Kerl da angefahren. Ich sehe ihn immer noch nicht. Jetzt sehe ich ihn endlich. Ich muss diesen Mech ausschalten. Standing by. Kann ich ihn sehen? Ich schieß mit allem, was ich habe, Feuer. Locked on. Das war blöd, dass das hier im Weg war. Großartig. Habe ich toll gemacht. Hätte mich ein bisschen mehr bewegen sollen. Immerhin hat er das Ziel gewechselt und schießt nicht mehr auf uns hier. Aber wie gesagt, die sind ja zum Glück Amateure, die Typen. Ja. Precision Strike. Oh. Dann machen wir doch mal das Beinchen weg. Yo! Ich glaube, das war ein guter Hit. Pilot injured, lost evasive. Knockdown, Pilot injured, also hat gleich schon mal 2 Lebenspunkte verloren. Das war ein guter Hit. Au. Damage minimal. Wir beenden ihn jetzt. Ich trete jetzt drauf. Sonst steht er nämlich gleich wieder auf und macht Quatsch. Engaging physical attack. Bams! Central Torso destroyed. Und der Pilot auch. Enemy mech destroyed.
Na, kleiner Skorpion, wo fährst du hin? Ja, er verschießt zum Glück. Die Seite ist schon ein bisschen arg perforiert. Da wäre ich nicht so begeistert gewesen. Gehen wir hier hin. Drehen uns zu dem hin und schießen ihn weg. Da drin habe ich immer noch mal ein bisschen Deckung. Ja komm. Alles, was wir haben, alles, was eine Trefferchance hat, können auch treffen. Die Scorpions sind echt tougher, als man denkt. Und Bams. Komm, wir machen sogar einen Precision Strike draus. Habe ich sogar 80% Hitchance mit allem. Aber ich darf nicht. Weil Heat-Probleme. Ja, dann muss ich nochmal schießen. Feuer. Affirmative. Geschafft. Wenn das alles war, war das leicht für das Geld. A milk run, just as we expected. Good work, Commander. Ha, Gott sei Dank. Der glüht noch fröhlich vor sich in ihr. Endlich mal was Leichtes. So, Mission Briefing. Ja, gab es keine Bonuspunkte hier. Wir haben einfach hier die 122.000 bekommen. Unsere Reputation ging hoch. Ja, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir da jetzt quasi hier einen Stern bekommen. Hat nichts verändert. Planetary Government nichts. Tree World ebenfalls nichts. Ja, er muss jetzt halt... Beide müssen repariert werden, was ein echtes Problem darstellt. Haben wir irgendwas gesalvaged? Claimed Salvage? Nichts! Was? Ach, das hier sind die Potential Salvages. Ah, jetzt kann ich sie mir aussuchen. Hm, okay, mal gucken. Was wollen wir denn nehmen? Ein... Oh, ich könnte den Jenner mir holen. Kompletten Jenner. Was kann ich mir noch holen? Ich werfe nur... Zero of... Confirm. Select Item. Confirm. Ah, jetzt habe ich den komplett ausgeschlachtet dadurch. Six Items Received. Okay, also ich bekomme nicht den Jenner an und für sich, sondern habe jetzt einfach den Jenner ausgeschlachtet. Habe einen Small Laser, Machine Gun, mehrere mittlere Laser und... Ah, und doch den Jenner selber auch. Ah. Cool. Contact the Rimworld Frontier. Alright, everybody, gather around. Also gut, Leute, kommt mal alle her. After your last talk, I bit the bullet and started fishing around the uncertified contracts and I might have caught us something. Also, nach unserem letzten Gespräch habe ich mich ein bisschen umgesehen und habe vielleicht einen dieser unsicheren Verträge auftreiben können. Wer ist der Client, also wer ist der Kunde? Unknown, also unbekannt. She didn't ID herself in the message, also sie hat sich nicht zu erkennen gegeben. But she claims to be a member of the Canopian Elite. Also sie will angeblich jemand aus dem kanopianischen Elite sein. She says that she's got a big job lined up and she want us for it. Also sie hat einen großen Job und sie möchte uns dafür haben. Us specifically, she called the commander out by name. Oh, sie will definitiv uns haben und sie hat... Also uns, den Commander, den Merb, beim Namen genannt. Das ist krass. How would she ever know about us in the first place? It isn't like we're drowning in publicity out there. Also, woher weiß sie überhaupt von uns? Ich meine, wir sind jetzt nicht gerade unbedingt bekannt, meint, wäre die erste Variante. Hey, looks like our luck has finally changed. Das wäre jetzt die naive Antwort. Hey, wir haben wohl Glück. She's got... Good taste in mercenaries, whoever she is. Oder die dritte Variante ist ein bisschen arroganter. Sie hat offensichtlich einen guten Geschmack. Ich bin allerdings immer so ein bisschen vorsichtig. Nimm das erste. Woher kennt die uns verdammt nochmal? Good question, and I'm betting we don't have an answer. Also, gute Frage, aber wir haben
Ich wette, wir haben keine Antwort darauf. You are certain this client isn't really a bounty hunter? Also bist du dir sicher, dass das nicht vielleicht ein Kopfgeldjäger ist? Cause I can list off about 5 different banks that all love to repossess this ship. Denn ich könnte mindestens 5 Banken aufzählen, die am liebsten sich dieses Schiff hier unter den Nagel reißen wollen würden. We're shopping for uncertified contracts behind the review boards back, young. Hell no, I'm not certain. Ja. Also er weist ihn darauf hin, dass wir schließlich hier über unsichere Verträge reden. Er hat keine Ahnung, ob das hier irgendwie sicher ist und ob wir da sicher sein können, ob das nicht vielleicht eine Kopfgeldjägeraktion ist. But for what it's worth, I can confirm that she's rich. Also ich kann definitiv versichern, dass sie reich ist. She reached out to us with a priority HPG message and those things ain't cheap. Also allein schon die Nachricht, also die Hochprioritätsnachricht an uns war anscheinend schon schweineteuer. Rich is good, I like rich, wäre unsere Antwortmöglichkeit. Oder well, meet with this new mystery client, but that's all we'll do until we've heard her pitch. Also gut, der zweite Vorschlag wäre, dass wir uns mit ihr treffen, aber das ist erstmal alles, was wir in diesem Zusammenhang tun, bevor wir ihr Angebot gehört haben, nehme ich an, heißt es so grob. This sounds like a step in the right direction at least. Oder das dritte wäre, es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ich nehme allerdings das mittlere. That's fair, Commando. We need to follow up on this, but that doesn't mean we can't be cautious. Also gut, sie meint auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Aber wir müssen auf jeden Fall weiterhin vorsichtig sein. Meeting is just a meeting. What's the worst that could happen? Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es ist schließlich nur ein Treffen mit dem neuen Klienten. Our new client vents us out at the airlock. Ja gut, unser neuer Klient könnte uns einfach mal so aus der Luftschleuse werfen. And our corpses spend the rest of forever tumbling through the icy wastes of space. Ja, und wir würden für immer quasi da draußen als Tote herumfliegen. Thanks for that delightful image, Young. Vielen Dank für dieses wunderschöne Bild, Young. Look, Lucky, I'll admit this is sketchy as hell. Ich weiß, dass das sketchy, also schwierig, beziehungsweise bleiben wir bei schwierig, wie Hölle ist. But it's also the best lead we are likely to find. Also es ist sozusagen so ziemlich die beste Spur, die wir die ich finden konnte. If you want to follow up, plot of course the Bellerophon, the client will be waiting. Okay, also ich kann jederzeit mich sozusagen mit dem in Kontakt setzen, er wartet schon. The contract to meet with the Canopian Mystery Client is ready for review in the Command Center. Take a look when you're ready, Commander. Also, im Command Center gibt es dann diese neue Information, sobald ich will. Our mechwarriors have picked up fair amount of combat experience over these days few drops. Head to the barracks to review their dossiers and direct their training. Das haben wir in der vorvorletzten Folge schon gemacht, dass wir sie trainieren können. And don't forget, you can check on the state of our finances from the terminal in your captain's quarters. If you ever want to change our mercenary company's name or symbol, you can do it from here too. Ah, das ist jetzt also offiziell das absolute Ende, glaube ich, des Tutorials. Ab jetzt sind wir sozusagen im richtigen Spiel angekommen. Ja, Hammer, oder? Also wenn das richtige Spiel auch so lange dauert. Also im Verhältnis zu dem, was jetzt hier das Tutorial gedauert hat. Krass. Die ganzen Änderungen hatten wir schon durchgeführt. Und die Battlemechs müssen repariert werden. We're gonna need to do some mech repairs before our next contract, boss. Can't go into combat like this. See me in the mech bay when you're ready. Ja. Gut. Eine Sache wollte ich natürlich noch machen. Ich will noch auf jeden Fall in die mech bay, denn ich will mir angucken, habe ich jetzt... Nee, den habe ich nicht. Fuck. Ja, ich muss die jetzt eh alle reparieren. Kostet 10.500. Und was den hier zu reparieren kostet, 3.900. Storage... Ah, ich habe General Parts. Cool. Also ich habe jetzt tatsächlich General Parts. Ich brauche also 3 General Parts, dann kann ich mir einen General herstellen. So funktioniert das also. Das wollte ich nämlich noch gecheckt haben, Leute. Und hier noch Components. Das sind unsere verschiedenen Waffensysteme. Also wir könnten tatsächlich einen General bekommen. General sind so, ja, so Kavallerieartig. Also sie sind klein, aber überraschend gut bewaffnet für ihre Größe. So, und jetzt, die müssen halt jetzt hier so nach und nach repariert werden. Wir stehen also jetzt momentan so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, blöd da. Und jetzt haben wir hier die Zeit, ein Drittel des Monats ist schon rum. Dann gehen 200.000 flöten.
So, liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ne, das Spiel ist zwar schon draußen, aber falls ihr es euch trotzdem noch nicht gekauft habt und inzwischen dann doch Bock habt, es euch zu kaufen, unten in der Videobeschreibung findet ihr zwei Shop-Links zu meinem Partner-Shop, den Games Planet, einem legal lizenzierten Shop. Keine China-Keys, nicht zum Laster gefallene Ware, sondern legal, also völlig in Ordnung. Und ja, wenn ihr es dort kauft, könnt ihr mich ein klitzekleines bisschen unterstützen. Und wenn ihr Glück habt, gibt es vielleicht auch sogar noch einen Rabatt drauf. Allerdings weiß ich das in diesem Moment gerade eben nicht auswendig, ob das dann immer noch der Fall sein wird, wenn das Spiel released ist. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade.